Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video hier vom Sofa im schlapprigen Weihnachtspulli natürlich. Jeden Tag ein Weihnachtspulli bis Weihnachten so gefühlt. Ist schon Tradition bei mir geworden. Aber was nicht Tradition bei mir geworden ist, ist, dass dieser verdammte Grinch mich heimsuchen will, Leute. Er wollte einfach mal heute Nacht kommen und ich weiß nicht, ob es stimmt, ob er nur irgendwie labert und ich weiß auch nicht mal, wie er das anstellen will, weil die Haustür ist eigentlich verschlossen. Das macht mir doppelt und dreifach Angst, ja? Aber ihr meintet alle in den Kommentaren, ich soll unbedingt Überwachungskameras aufstellen und aufpassen, dass der Grinch hier nicht reinkommt. Ja, deswegen werde ich auf jeden Fall Überwachungskameras jetzt gleich aufstellen. Und zwar eine hier im Wohnzimmer und eine in meinem Zimmer kurz vorm Schlafen gehen. Ich weiß auch schon, wo ich die hinstellen werde, aber hier bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich weiß auch noch nicht, welche Kamera ich genau benutzen werde. Aber Leute, ich will unbedingt den Weihnachtsbaum drauf haben, weil der Grinch, also laut dem Film ja, klaut Weihnachtsbäume, um halt, ja, das Weihnachtsfest zu stehlen und so und das zu ruinieren und so weiter. Also ich will den unbedingt drauf haben, ich werde den anlassen und ich möchte unbedingt hier das Wohnzimmer auf jeden Fall drauf haben, so wo ich sonst hier immer sitze und alles. Es könnte vielleicht sein, dass er das sehen könnte. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss das nachher mal ausprobieren. Auf jeden Fall wäre das eine Möglichkeit. Oder ich nehme eine kleinere, aber die ist halt schwarz. Und wenn nur der Weihnachtsbaum an ist, ich muss das halt nochmal testen, ne? Dann könnte es sein, dass man die vielleicht nicht sieht. Ich weiß nicht, ich werde mal schauen. Das ist auf jeden Fall der Weihnachtsbaum, der soll unbedingt drauf sein, weil ich will nicht, dass er den klaut. Weil wenn, dann habe ich das auf Video, ja? Guck mal, wie süß die Kugeln diesmal sind. Sogar hier ein fetter Bonbon und hier hinten habe ich einen Roboter. Ich habe so richtig coole Kugeln hier dran. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr einen ganz normalen Weihnachtsbaum habt oder habt ihr gar keinen oder habt ihr auch so einen verrückten, so lustigen, bunten. Lasst es mich mal unbedingt wissen, das würde mich mal mega interessieren. Drückt mir jetzt virtuell bitte den Daumen, dass es klappt. Oder hofft für mich, dass er gar nicht erst kommt. Bis später, Leute. Bis später. Und dann bin ich wieder, Leute, im Pyjama. In meinem richtig geilen Weihnachtspyjama. Das müssen wir mal kurz festhalten. Schaut ihn euch einfach mal an. Wie cute ist der denn? Das ist einfach mal ein Einhorn-Weihnachtsalpaka. Der Pyjama ist übrigens zu wild, denn er hat auch noch eine Lichterketten-Shorts. Auf jeden Fall, ja, werde ich jetzt versuchen zu schlafen, denn es ist schon sauspät und eigentlich bin ich schon ziemlich müde. Es ist jetzt, um genau zu sein, 23.23 Uhr schon und der Grinch ist noch nicht aufgetaucht. Ich habe im Wohnzimmer schon die Überwachungskamera angestellt. Hier werde ich sie gleich auch noch anstellen, bevor ich einschlafe. Und hofft für mich, dass er nicht kommt und er einfach nur irgendwie so einen Müll gelabert hat. Vor allem, was will er? Was will er, Leute? Ich weiß noch nicht mal, was ich machen soll, wenn er da ist. Nein, ich denke darüber nicht nach, sonst kriege ich kein Auge mehr zu. Nein, ich lasse definitiv ein Licht an. Ein kleines Licht so lasse ich an. Aber falls er kommen sollte und er irgendwas hier macht, dann habe ich es auf Kamera. Und dann schauen wir uns das morgen früh gemeinsam an. Aber hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, Leute. Egal. Gute Nacht. Leute, Leute, Leute. Ich bin gerade aufgewacht und das lag einfach mal auf meiner Bettdecke. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Moment, ich mach mal ein bisschen heller. Ich bin gerade erst wach geworden. Das muss der Grinch gewesen sein. Der muss hier gewesen sein. Oh mein Gott. Warum tut er mir so eine gruselige Puppe hin? Und warum war er zum Teufel in meinem Zimmer? Ich mache mich jetzt ganz schnell fertig und dann schauen wir uns das an. Was hat er hier gemacht? So, Leute, ich bin jetzt fertig und jetzt schauen wir mal. Also, die Kamera hatte in meinem Zimmer aufgenommen. Hatte ich nicht die Tür zugemacht vom Wohnzimmer? Warte, der hat meine Geschenke geklaut. Ich weiß nicht, was das für ein Geschenk ist. Der muss das hier hingelegt haben, weil ich kenne das Geschenk nicht. Der hat aber alle Geschenke von meinen Freunden mitgenommen. Ich glaube, wenn er erstmal die Geschenke geklaut hat, was hat er dann in meinem Zimmer gemacht? Er hat doch bestimmt nicht nur die Puppe hingelegt und das war's. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Ey, wir müssen unbedingt jetzt die Aufnahmen anschauen. Unbedingt. Okay, da war ich, glaube ich, gerade dabei, schlafen zu gehen. Wohnzimmer. Ist auch nichts. Wann ist bitte was passiert? Leute, ich höre was. Ich höre was. Im Wohnzimmer. Leute, das Wohnzimmer. Irgendjemand kam da rein. Die Tür war zu. Ich hab's doch gesagt. Die Tür war zu. Oh mein Gott, Leute, das ist der Grinch. Das ist der Grinch. Man sieht das an den Händen.
dir den Tresor oder was? Das sieht so aus, als würde er irgendwas suchen. Findet ihr nicht? Da, jetzt geht er. Entschuldigung, aber hat er sich da gerade gekratzt? Ich bin sprachlos. Hat er irgendwie so einen Sack gerade gehabt? Habe ich das richtig gesehen? Ja doch, seht ihr das? Da hier legt er irgendwas hin. Das ist das Geschenk. Was ist da drin? Da packt er es ein. Der packt eiskalt meine Geschenke ein. Wie kann man so dreist sein? Sag mal, geht's noch? Ey, kann das sein, dass er einfach mal von Haus zu Haus geht, sich als Weihnachtsmann ausgibt und einfach die Geschenke von anderen klaut? Leute, nicht den Baum, er klaut die Geschenke. Alter, wie er sich bedient. Hey, ich will meine Geschenke wieder haben. Leute, wenn ich so gucke, ich penne einfach mal. So friedlich. Na okay, ich wälze mich ziemlich viel rum, aber... Wie ist er überhaupt zu mir nach Hause reingekommen? Und er bedient sich da weiterhin. Der nimmt wirklich alles mit, Leute. Da war ja gerade gar nichts mehr. Und ich dachte, er nimmt vielleicht den Baum mit oder keine Ahnung. Wenn er denn kommt. Aber er ist wirklich gekommen. Er hat sein Versprechen gehalten. Leute, er geht in mein Zimmer. Er geht jetzt einfach mal danach in mein Zimmer. Oh mein Gott, ich habe jetzt Angst davor, was zu schauen. Was hat er getan? Was hat er getan? Oh mein Gott, ich kann nicht hingucken, Leute. Ich kann nicht hingucken. Was hat er gemacht? Oh mein Gott, das ist gruselig. Und ich bin da. Ich bin gar nichts. Ich würde mich am liebsten selbst gerade anschreien und sagen, wach auf. Sucht ihr da irgendwas in der Ecke? Oh Mann, ich habe das nicht aufgenommen. So weit geht der Winkel nicht. Wo ist er hin? Da, da. Oh, und ich bemerke einfach gar nichts. Warte, er hat da die Puppe in der Hand. Kann das sein? Irgendwas hat er in der Hand. Was tut er? So lange. Warte, wie lange geht das überhaupt? Alter, der war richtig lange in meinem Zimmer. Der ist auch noch auf meine Seite gegangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das gruselig. Oh mein Gott. Oh nein. Hat er mich angefasst? Wollt ihr meine Haare gehen? Oh, was hat er vor? Hat er es gerade gesagt? Eklig. Was macht er mit dieser verdammten Puppe? Was soll ich überhaupt damit? Deswegen lag die auf meiner Decke. Er hat die einfach stumpf hingelegt. Aber er hätte irgendwas anderes vor, hatte ich das Gefühl. Wie der einfach langläuft. Boah, Junge. Der schleicht sich auch noch so raus, ne? Ich habe nichts mitbekommen. Ich bin zwar das erste Mal ausgeschlafen gefühlt, aber ich habe wie ein Stein deswegen geschlafen und wirklich... Hat er auch noch die Tür... Ey, und ich penne da! Leute, er muss doch abgehauen sein. Er ist weder noch in meinem Zimmer gewesen, noch im Wohnzimmer. Wie kam er hier rein? Und was ist jetzt in dem Geschenk? Was könnte da drin sein? Geschenke mit und schenkt mir sowas. Ich will meine Geschenke zurück. Und was soll ich mit der Grinch-Puppe jetzt machen? Habt ihr eine Ahnung? Dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Aber die behalte ich bestimmt nicht. Auf gar keinen Fall.